Tauche ein in die wunderbare Welt der Meerwasser-Aquaristik. Willkommen bei der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Erfahre aus erster Hand, auf was es beim erfolgreichen Betrieb deines Meerwasser-Aquariums ankommt. Geschäftsführer Markus Mahl hat mit seiner Firma AquariumBest hunderte Meerwasser-Aquarien in ganz Europa geplant und gebaut. Über 2000 professionelle Aquarienwartungen pro Jahr sprechen für sich. Lehn dich zurück und profitiere von Expertenwissen aus erster Hand. Der Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Von und mit Markus Mahl. Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie du ein Aquarium erfolgreich umziehst, beziehungsweise wenn du ein gebrauchtes Aquarium kaufst, wie du es zu dir in die Wohnung bringst. Vielleicht das Wichtigste vorab. Ein Aquariumumzug ist immer ein Lauf gegen die Zeit. Der Faktor Zeit wird hierbei häufig unterschätzt, da ein kompletter Auf- und Abbau eines Meerwasseraquariums aus sehr viel kleinen und zeitintensiven Arbeitsschritten besteht. Deshalb würde ich dir dringend dazu raten, dass du dir an diesem Tag nichts anderes vornimmst als den Aquarienumzug, da dies in der Regel ein sehr anspruchsvoller Tag wird, bei dem du dich nur auf den Umzug konzentrieren solltest. Damit der Aquariumumzug reibungslos verläuft, musst du dich dringend optimal darauf vorbereiten. Die Vorbereitung hierfür ist die halbe Miete. Idealerweise beginnst du 2 Tage vor dem Umzug damit, deine Aquariumfische nicht mehr zu füttern, damit der Darm leer ist und der Transport dadurch vereinfacht wird. Einer der wichtigsten Punkte vor dem Umzug, den du überprüfen solltest, ist, ob das Aquarium durch alle Türen und Treppenhäuser in deiner alten sowie in deiner neuen Wohnung passt. Wenn du erst am Umzugstag feststellst, dass das Aquarium nicht durch eine der Türen oder Treppenhäuser passt, hast du ein großes Problem, das an diesem Tag dann nicht mehr zu lösen ist. Ein weiterer Punkt ist, dass du genügend Helfer zum Tragen hast. Hier gilt die Regel, lieber zu viel als zu wenig, denn je mehr Helfer du zum Tragen hast, umso einfacher wird es später. Für Menschen, die nicht regelmäßig Aquarien tragen und transportieren, kannst du zum Beispiel bei einem Becken von 1,50 m x 60 x 60 davon ausgehen, dass du für dieses über 100 Kilo schwere Aquarium 4 Personen zum lockeren, bequemen Tragen benötigst. In der Regel ist nicht das Gewicht des Aquariums das Problem, sondern die Unhandlichkeit und teilweise sehr langen Wegstrecken, die du zurücklegen musst und das Aquarium teilweise nicht absetzen kannst. Grundsätzlich solltest du vor dem Umzug bereits überlegen, wie alt das Aquarium ist, ob die Silikonnähte noch in Ordnung sind, die Scheiben vielleicht sogar verkratzt sind und du nicht es eventuell gegen ein neues austauscht. So sparst du dir eventuell das Tragen und hast wieder Garantie auf das neue Aquarium in deiner neuen Wohnung. Wenn du diesen Weg gehst, solltest du dein neues Aquarium frühzeitig bestellen, dass es auch zum Umzugstermin pünktlich vor Ort ist. Eine weitere wichtige Frage, die du dir stellen solltest, ist, ob du die Aquarientechnik alleine abbauen kannst und sie vor allem später auch wieder komplett alleine zusammenbauen kannst. Das ist zwar kein Hexenwerk, aber wenn du das erste Mal machst, würde ich dir raten, ein paar Fotos von der Aquarientechnik zu machen, an denen du dich später bei der Montage orientieren kannst, um nicht völlig hilflos ausgeliefert zu sein. Kommst du zu dem Entschluss, dass du es dir nicht alleine zutraust, würde ich dir dringend dazu raten, einen Fachmann, sprich einen Fachhändler zu Rate zu ziehen, der den Aquarienumzug für dich übernimmt bzw. dich teilweise dabei unterstützt. Da bei einem Aquariumumzug häufig die PVC-Leitungen getrennt werden müssen, benötigst du teilweise neue PVC-Fittings, PVC-Kleber und Reiniger und einen Pinsel für die Neuinstallation der PVC-Leitungen. Hier ist es sinnvoll, dass du dir eine ausreichende Zahl von PVC-Fittings und das gesamte Zubehör zum Verkleben rechtzeitig besorgst, damit du am Montagetag nichts anderes machen musst, als nur noch loszulegen. Auch bei der Aquarientechnik solltest du wie beim Aquarium selbst überprüfen, wie weit ist die Aquarientechnik noch in Ordnung, wie alt ist sie, und ist es nicht sinnvoll, diese teilweise gegen eine neue, leistungsfähigere Aquarientechnik zu ersetzen, um einen optimalen Neustart zu gewährleisten? Für den Transport des Aquarienwassers brauchst du unbedingt eine ausreichende Anzahl von Kanistern. Hierbei gilt, nimm so viel Aquarienwasser wie möglich mit, denn umso stabiler wird dein Aquarium nach der Wiederbefüllung sofort laufen. Idealerweise nimmst du das komplette Wasser mit, um einen reibungslosen Neustart zu gewährleisten.
Um deine Fische und Korallen ordentlich zu verpacken, benötigst du dringend eine ausreichende Anzahl von Fischtüten und Gummis und idealerweise besorgst du dir auch eine Sauerstoffflasche, mit der du die Tiere ordentlich versorgen kannst. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass du die Tüten nicht mit dem Mund, sondern ausschließlich mit der Sauerstoffflasche aufbläst. Ebenso benötigst du eine ausreichende Anzahl von Transportboxen für den Transport der lebenden Steine, der Korallen und der Fische. Damit im Winter die Wassertemperatur in den Transportbeuteln nicht zu weit absinkt, benötigst du unbedingt noch Heatpacks. Heatpacks sind kleine Päckchen, die du zwischen den Händen warm reibst und die dann dauerhaft in der Styroporbox Wärme abgeben. Für einen bequemen und sicheren Transport des Aquariums würde ich dir raten, dass du dir Glassauger ausleihst, denn im Gegensatz, wenn du es mit den Händen trägst, werden deine Hände sehr schnell am Glas schwitzig und feucht und du kannst das Aquarium auf Dauer sehr schwer halten. Falls du das Aquarium beim Tragen eventuell auf den Boden abstellen musst, ist es sinnvoll, dass du mehrere 5 oder 10 cm starke Styroporplatten hast, auf denen du das Aquarium sicher abstellen kannst. Du musst unbedingt vermeiden, dass du das Aquarium direkt auf den Boden stellst, da kleine Steinchen oder Unebenheiten dein Becken sehr stark schädigen können. Bei großen oder schweren Aquarien ist es sinnvoll, dass du dir Möbelhunde besorgst, auf denen du das Aquarium über lange Strecken fahren kannst und es nicht tragen musst. Hierbei musst du darauf achten, wenn du über Schwellen fährst, dass das Aquarium nicht kopflastig wird und nicht vorne über den Möbelhund auf den Boden fallen. Schauen wir uns nun das Verpacken der Korallen und der Fische an. Beim Verpacken der Korallen ist es wichtig, dass du ausreichend große Tüten, in der Regel doppelt nimmst, damit die Korallenäste nicht durch die Tüten stechen. Achte beim Verpacken von Korallen darauf, dass diese immer vollständig unter Wasser sind. Bei Fischen ist es ratsam, dass du jeden Fisch einzeln packst und die Tüte ein Drittel bis ein Halb mit Wasser füllst und den Rest mit Sauerstoff auffüllst. Bei großen Korallenstöcken, die nicht in Tüten passen oder auf großen Steinen verwachsen sind, solltest du diese vorsichtig in einen Eimer legen und so transportieren. Die abgepackten Tiere und das abgefüllte Aquariumwasser solltest du immer als letztes wegen der Temperatureinflüsse in das Auto verladen. Zum Schluss nimmst du noch das restliche Wasser und den Sand komplett aus dem Aquarium raus, umso leichter wird das Aquarium später beim Tragen. Wenn du das Becken nun komplett entleert hast, kannst du die PVC-Verrohrung trennen und das Aquarium und die Aquariumtechnik in das Auto verladen. Idealerweise solltest du den Aquariumumzug nur an einem Werktag durchführen. Dadurch hast du den Vorteil, wenn du dringend etwas benötigst oder was vergessen hast, dass du dies noch im Fachhandel kaufen kannst. Zeitlich problematisch wird es dann, wenn du die PVC-Leitungen trennen und anschließend neu verkleben musst. Denn du kannst erst 24 Stunden nach dem Verkleben die Rohrleitung wieder in Betrieb nehmen. Da der PVC-Kleber an das Wasser giftige Stoffe abgibt, ist es sinnvoll, in den ersten Tagen über Aktivkohle zu filtern. Vor dem Aquariumumzug solltest du unbedingt dir ehrlich die Frage stellen, traue ich mir den Aquariumumzug alleine zu? Dabei solltest du bedenken, wenn der Aquariumumzug nicht so funktioniert, wie er sollte, eventuell dein gesamter Tierbestand das mit dem Leben bezahlt. Schauen wir uns nun an, wie du das Transportfahrzeug richtig belädst, um später Zeit zu sparen. Lade zuerst die Teile in das Auto, die du als letztes für den Wiederaufbau, zum Beispiel die Beleuchtung, die Aquarienabdeckung benötigst, damit du nicht am Ankunftsort erst das komplette Fahrzeug entladen musst. Dadurch ersparst du dir viel Zeit für den Wiederaufbau und kannst sofort nach der Reihe mit der Montage beginnen. Bei langen Fahrten über mehrere hundert Kilometer ist es sinnvoll, dass du regelmäßig Stops einlegst und du die abgepackten Tiere kontrollierst. Wenn nötig, kannst du die Tiere wieder rechtzeitig mit Sauerstoff versorgen und sie sicher an den neuen Ankunftsort bringen. Wenn du nun am neuen Ankunftsort angekommen bist, lädst du als erstes die Tiere aus und bringst sie in der neuen Wohnung an einen sonnengeschützten Platz. Im zweiten Schritt würde ich die verpackten Fische aus den Tüten nehmen und sie auf mehrere Eimer aufteilen. Am besten ist es, wenn du in jeden Eimer eine kleine Pumpe zur Sauerstoffversorgung hängst, damit die Tiere nicht ersticken. Während des Wiederaufbaus des Aquariums musst du immer wieder nach den Fischen schauen, ob diese ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn du nun das Aquarium komplett aufgebaut hast, die lebenden Steine wieder eingebracht hast und das Wasser eingefüllt hast, solltest du unbedingt darauf achten,
dass alle Verbindungen und Anschlüsse dicht sind. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ob die gesamte Aquarientechnik funktioniert. Sobald die Aquarientechnik läuft, kannst du mit dem Einsetzen der Korallen und dem Eingewöhnen der Fische beginnen. Insbesondere dann, wenn du zusätzlich frisches Meerwasser angesetzt hast, musst du unbedingt deine Fische auf das neue Wasser wie bei einem Neubesatz anpassen. Da bei jedem Aquariumumzug wichtige Filterbakterien absterben, ist es wichtig, dass du deine Fische in den ersten Tagen wesentlich weniger fütterst, so dass es am Schluss zu keinen Problemen kommen kann. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Informationen für dich gewinnen und würde mich freuen, wenn du auch die nächste Folge des Meerwasser-Aquarium-Podcasts wieder hörst. Wenn du Fragen oder Themenwünsche hast, kannst du diese gerne in die Kommentare bei iTunes schreiben und ich versuche in den folgenden Episoden darauf einzugehen. Nur noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe in den letzten 18 Monaten an meinem neuen Buch geschrieben, das in circa 6 Wochen in den Handel kommt. Wenn du tiefer in das spannende Thema Meerwasser-Aquarium einsteigen möchtest, findest du dort alle wichtigen Informationen, die du bei der Planung, dem Bau und der Pflege von Meerwasser-Aquarien benötigst. Neben den gesamten technischen Fragen, wie zum Beispiel, was musst du bei der Planung und Montage von Meerwasser-Aquarien beachten, was gibt es für verschiedene Beleuchtungssysteme, wie funktioniert ein Eiweißabschäumer und vieles mehr, findest du zahlreiche Beschreibungen von Fisch- und Korallenarten, die für Aquarieneinsteiger und Fortgeschrittene geeignet sind. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Meerwasser-Aquarium, dein Markus Moll. Das war's für heute beim Meerwasser-Aquarium-Podcast.de. Wenn es dir gefallen hat, hinterlasse uns doch gleich eine positive Rezension bei iTunes. Und vergesse nicht, unsere Show gleich zu abonnieren. Dadurch können noch weitere Meerwasser-Aquarianer von diesem Podcast profitieren. Wir freuen uns auch über Fragen oder Themenwünsche. Schreibe sie einfach in die iTunes-Rezensionen oder schicke uns eine Mail an info@meerwasseraquariumpodcast.de. Bis zum nächsten Mal.